Okay, Okay. jetzt brauchen wir mehr Pulverizer. Ja, Und Pulverizer, naja, ich würde erstmal sagen. ein Ofen wäre nicht schlecht. Erstmal brauche ich noch einen Redstone. Ja, Für? das Redstone musst du dir selber da rausnehmen. Ich meine, du hast da Sand schon drin, direkt. Also brauchst du nur einmal drauf kloppen. Ach, da ist doch Sand drin, okay. Naja. Ja, das Sand hatte ich nicht gesehen. Ja, Sand kommt ja mit irgendwie 10%iger Chance damit raus. Ich weiß, aber als ich da reingeschaut habe, war das für mich leer, deswegen habe ich mich jetzt So. gewundert. Apropos Sand, die Lava ist wieder leer in der Smeltery. Wurde ja auch viel. Ja, wir haben ja hier oben jetzt genügend. Ja. Könnte man ja dann auch noch runterpipen, wenn man genügend Ja, da hat schon Holz hat. jemand eine Pipe runtergebaut irgendwie. Ja, ich hab's unten durchgemacht. Okay. Wo geht die denn hingehen? Ach so, da unten. Ah, okay. Ich baue mal schnell so ein paar, ich hab das Zeug viel. Und rein theoretisch kann auch die Crucible ja auch schon mal nach oben, oder? Ja. Warum doch hier nicht? Ja, mach das mal. So. Oh, da ist auch schon Lava. Okay. Redstone ist aber eines der seltensten Materialien, die man aus dem blöden Sand rauskriegt, ne? Du musst Staub nehmen. Habe ich ja, habe ich ja. Wrench, 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 da. Oh, ich habe einen Redstone, ich bin glücklich. Habe das nämlich jeden Staub, den man da rauskriegen kann, jetzt einmal gekriegt. Ja, das sind jetzt 14 Stück verschiedene. Eisen, Bone Meal, Blaze Powder, Quarz, Silber, Glowstone, Platin, Gunpowder, Redstone, Tin, Lead, Copper, Gold, Aluminium. Das ist schön. Alles aus 14 Blöcken Sand. Hat jemand noch ein Eisen? Ansonsten nehme ich, Nee, kann ich gar nicht, habe ich gar nicht, Mist. Hab schon wieder Hunger. Bäh. Bäh. Hunger Overhaul ist blöd. Ich weiß, ich fress hier mein Popcorn, das ist auch Mist, aber. Hallo, hier sind noch Kartoffeln ohne Ende. Uah. Fast etwas kaputt gemacht. Haben wir Aluminium Ingots? Ich habe zwei Silber. Komm, nehme ich zwei Silber, mir auch egal. Silber brauchen wir eh nicht so häufig. So, jetzt dürfte jetzt Auto befüllt werden, die Schmiede. Okay. Oh, geil. Bloß noch Licht. Das wollte ich gerade machen, aber egal. Dann kommt der Kram hier erstmal noch weg. Achso, die Magnetor steht da, glaube ich, immer noch rum, oder? Kann sein. Und hast du die Schwierigkeitsstufe schon hochgestellt? Habe ich schon. Okay. Magnetor steht hier noch, ja. Jetzt nicht mehr. Hat jemand Tin geschmolzen? Ja, ne? Ich hab ein bisschen, ja. Ich brauch zwei Stück. Okay. Und einen der Eimer. Liegt hier links neben dir. Ist andersrum? Okay. Ich dachte, es wäre, egal. Geht gar nichts. Doch, vor der Chest. Dahin. Geh mal vor die Chest. Ach da. Genau. Noch mehr Trophäen. Von Zombies und Juhu. Skeletten. Ja, dann können wir gleich auch die Seitenwände nehmen. Wird super. Und beleuchtet am besten gleich mal, bevor da hinten wieder so ein Chaos ist. Wir können da hinten eine Magnum-Torch hinstellen. Ja, das wäre geil. Ja, könnten wir. Boah, jetzt hängt's wieder an mit den Zombies. Drei auf einmal. Oh, ich kotz gleich! So. So, trust die Bratpfanne. Vorsicht. Gut, ich hoffe mal, das stört jetzt nicht die Mobfarm. Ich fürchte fast, das tut's. Dann stell's ans hintere Ende von dem Feld. Hab ich doch schon. Ach so. Steht doch schon ganz hinten. Es regnet. Nice, das macht's nicht besser. Weil jetzt die ganzen Monster immer weiter spawnen. Ach, das ist eine,
ne, das ist wow. Was ja, das ist Creeper-Boss wieder. Ach so. Lol, der ist stark. Holy cow. Ich bin vergiftet. Kam da irgendwas Schönes raus? Nö. Ist er tot? Nö. Ich hab gefragt, ist er tot? Achso, der ist tot, ja. Und anscheinend ist Mob Griefing hier aus. Zumindest sind hier gerade die fancy Redstone Brick Strips an der Wand gefallen. Und eine der Kisten ist kaputt gegangen, weil ich nämlich jetzt die ganzen Holzstücke im Kopf hab. Was ich hier rumliegen hab. Machst du Mob Griefing bitte wieder aus? Sofort. Weil ganz ehrlich, das wird sonst extrem mies. Ja, ja. Am besten mal schlafen gehen oder so. Ja, gleich. Liegt schon jemand? Ja. Mhm. Jo. Er liegt beide schon, okay. Okay, also, sehr gut. Noch hin. So. Upgriffing Falls. Immerhin. Das ist noch was geworden, wenn er hier... Zum Glück ist das einer von denen, die gezielt gesprengt haben, ne, also... Mhm. Stell dir mal vor, das wäre ein normaler Creeper gewesen, wäre hier ein Loch gewesen. Jo. Die ganzen tollen Bäume wären weg. Mhm. Hat das irgendeinen Sinn, die Pipe hier? Die habe ich auch so sehen gebaut. Nee, aber ich glaube, hier kommt tatsächlich nichts mehr raus. Ja, aus der Mobfarm. Ich habe das Werkzeug nicht zum Abbauen. Gut, rein theoretisch für das erste haben wir genug, aber naja, gut, was soll's. Nebenbei, Leute. Ich habe soeben zwei Quests abgeschlossen, indem ich einen Teil gebaut habe. Okay. Ach, Quests, ui. Bei dem Pulverizer hatten wir schon, deswegen wurde der noch als Quest gezählt. Das sind 2 Viertel Herzen, 2 Reward Bags. Oh. Und ein Diamanthammer mit Fortune 3. Wow. Moment, Ich glaube, mir fehlt ein Buch. Oh, das ist klasse. Geil. Das ist Diamanthammer mit Fortune 3 einfach, das ist echt geil. Weil damit kriegen wir jetzt echt. Warte mal kurz, ich muss doch gleich mal hier ein bisschen Cobblestones smashen. Also den, hau. Oh. Welche Reward Bag hast du genommen? Die beiden ersten jeweils. Okay, dann nehme ich die beiden zweiten jeweils. Kurze Frage, Katalyst, Power Katalyst, was muss ich da nehmen? Greater, Längen, irgendwas? Den blauen oder den roten? So, im Allgemeinen ist der blaue jetzt, glaube ich, besser, weil wir schon 2 rote haben. Wobei eine Hammer mit Fortune 3 keinen Sinn macht, weil du trotzdem immer nur einen Dust rauskriegst. Ja. Und naja, vielleicht wenn du, wenn du Ohr zusammenhaust, dann kriegst du einzelne Sachen raus. Oh, das kann sein, ja. Vielleicht kriegst du da dann vervielfachtes. Das ja, da kriegst du mehr, ja. So, aber wir haben ja kein Erz. Ja doch, musst nur zusammenhauen. Ah. Du musst 4 in Crafting-Dings zusammenlegen. 4 Stück. 4 von den Broken? Okay, geil. Jo, genau. Das da teste ich die Chance, dass halt mehr rauskommt. Teste ich jetzt mal mit, womit teste ich das? Kupfer, Aluminium... Runen? Braucht ihr irgendwelche Runen noch? Ich kann welche nehmen. Was hast du für Runen? Effizienz, Speed, Sacrifice oder Augmented, was Kapazität? Wenn Sacrifice ist, dann nehmen wir die. Wenn selbst Self-Sacrifice ist, dann irgendwas anderes. Nee, das ist nur Sacrifice. Das ist nur Sacrifice, dann ist das okay. Dann nehme ich die. Dann nimmst du die. Okay. Nice Reward. Flight, Arming. Light. Arming. Was, wovon? Tränke. Ah, ich hab erstmal meine Good. Also die Good-Tasche ist Glowstone Nux 64. Und schon wieder und den komischen Hammer. Die Greater Bags hat Very Nice Reward. Was ist daran Very Nice? 3 Lava-Kristalle, 3 Necrotic Bones und 3 Ball of Moss. Oh, die kann man gut verwenden. Ball of Moss ist aber irgendwie nicht so toll. Das kennen wir doch schon. Die kriegen wir doch schnell. Greater. Die Necrotic Bones sind cool, das stimmt schon. Jo. So Leute, wir brauchen effektiv mehr Lagerplatz. Jo, die Lava Crystals braucht man nur fürs Schmelzen, oder? Also? Übrigens, hat noch jemand 2 Herzen im Inventar? Müsste ja eigentlich. 2 Viertel, ja, hier. Ich hab 2 schon aufgebraucht. Ne, 3 habe ich schon aufgebraucht. Jetzt habe ich 2. Ja, gib her. Jo. Leg die in die Kiste, geht auch. Spät. First Earth Division Sigil. Was ist das denn?
Blackout Curtains. What? Was sind Glowstone Nooks? Die kannst du zusammenhauen. Also das sind so Red Power Blocks. Alle ah, das sind Red so Power Ecken. Genau. Mit kannst du zusammentun, dann kriegst du zwei Glowstone raus. Hm. Was haben wir denn an Kisten so? Viel Kupfer, wenig Eisen. Das heißt, wir nehmen erstmal Eisen, nee, erstmal Kupfer als Kisten, ne? Nehme ich mal so an. Ja, Kupfer, ja, okay. Dann Silber und dann Gold, das kommt uns am besten. Übrigens, okay. Ich habe einen Aqueous Accumulator, ne? Den musste ich ja bauen. Ich stelle einfach mal hier hin, weil er hier keinen Sinn macht. Aber hübsch aussieht. Okay, so können wir eigentlich für die Farm verwenden. Ja, dann baue ich ihn wieder ab und verwende ihn da. Oder, ja, dann lasse ich ihn halt da stehen. Okay, was ist mit dem Copper Chest? Die hat noch, glaube ich, dasselbe Volumen wie den normalen einzelnen Wood Chest, nur dass man sie nebeneinander platzieren konnte, oder? Hm. Ich würde gleich Silber Chests gehen, die haben das Volumen von einer Doppel Chest. Okay. Wenn wir genug Silber haben. Ja, dürfte eigentlich genug haben, weil wir brauchen es für nichts anderes. Und da ist Nickel, da ist Silber. Wow. Oh, ich hätte was für die Mob-Farm gerade. Aha. Eine spezielle Erde, damit die Mobs schneller spawnen. Ach ja, die haben wir ständig. Die wollen wir eigentlich nie, oder? Nee. Das ist nichts Besonderes. Aber richtig toll ist sie nicht. Na gut. Alter, wir brauchen ein Lager unbedingt. Ja, bin ich ja mehr oder weniger dabei. Nur die Frage ist jetzt, wo? Die Frage ist. Vielleicht ins Industrieviertel hinten rein. Industrieviertel? Ja, weil wir haben mittlerweile echt schon so Viertel. Songcraft, okay. Mob Area Farm. Naja. Und jetzt sind sie nicht ganz gut. Und wieder Cobblestone, wie ich annehme. Sieht ja. Sieht so widerlich aus. Vielleicht auch Smoothstone, keine Ahnung. Ja, haben wir halt keine gute Möglichkeit, den zu bekommen. Außer halt durch den Ofen. Und das dauert Ewigkeiten. Auch wieder. Dann halt auch den Cobblestone. Bei die Hühner. Kannst du das nicht irgendwann auf Hochdeutsch sagen? Könnte ich. Aber das wäre ja lustig. Wär's ja nicht. Wär's das nicht? Wieso? Ja, lustig wär's doch nicht. Du arbeitest doch nicht mit dem Diamanthammer. Ich? Ja. Du siehst mich von da drin, hey du Spanner. Ich habe eigentlich nur gerade in die Richtung geschaut, weil ich ewig was mache. Ja, durch Zufall hast du mich ausspioniert. Ja. Ich hab rein zufällig die Wanze in deinem Rock platziert. Ist klar. Du hast ganz was in seinem Rock platziert? Was, mein Rock? Sein Rock? Woher weißt du, dass ich einen Rock drunter anhab? Warte, du hast noch was über den Rock drüber? Ja. Bezweifle ich jetzt irgendwie. Was geht? Ein Tanker. Ein Tanker über den Rock. Rock. Oh ja. Mann. Genau. Komm, es ist Frank. Da geht es schon. Eben. Der kann das. Sei Madonis, es ist egal, was er trägt. Wo ist danke, das war jetzt ein Kompliment. 72, ja. Wo ist eigentlich noch unsere moralische Stütze? Melanie! Die schläft. Eben. Nö. Nö, die sieht das hier mehr als Film an als kommentarwürdige Sache. Ja. Die tut ja eh nichts. Die schaut ja eh nur zu und denkt sich, ja, da kann ich nebenbei essen und dann ist das auch nebenbei und dann. Übrigens, ich muss nur ab und zu mal was sagen. Essen. Also muss ich mal was essen holen. Na, die heißt ja nicht Corbinian, ne? Was? Wie? Ich esse nicht so viel. Ja, ich hab meine Mini-Donuts immer. Ja, genau. Genau die meine ich. Aber die habe ich auch gerade gar nicht. Oh.
Wieso steht das eigentlich jetzt hier oben, der Oxiv? Weil ich den gerade benutze und da unten irgendwie eingeengt fühle. Oxiv, Thief. Boah. Der war gut. Oxiv, Thief, ja. Boah, ey. Oxiv, Thief 3. Das war gar nicht vielleicht das richtig auszusprechen. Oxiv, Thief. Oxiv, Thief. Ja, geht. Ihr seid blöd. Sind ihr nicht. Dito. Danke. Was mir gerade auffällt, wir haben ja noch überhaupt keinen Speicher hier drin. So ein Letstone Energy Cell zum Beispiel. Wäre vielleicht ganz praktisch. Ach, der Dynamo speichert doch ein bisschen was. Der ist eh noch nicht voll. Wieso haben wir eigentlich keinen Kupfer mehr? Weil ich das alles im Inventar hab, / in der Smeltery, für die Kupfertests. Okay. Praktisch. Wollen wir nicht lieber Eisenchests machen? Da haben wir nicht noch Eisen für. Achso. Wir haben Gold da, wenn du willst. Wer hat so verdammt Kupfer, mit Nickel oder? Da reingeschmissen? War ich. So. Ich will das jetzt alles mal braten, den ganzen Scheiß. Aber wir haben noch 22 Kupfer hier drin, jetzt kannst du einfach alles ausgießen oder soll ich das machen? Nee, warte kurz. Kupfer müssen wir noch haben, sonst kommt das Chromis raus. Ja, aber ich kann auch schon mal anfangen, oder? Das wären 23, 24. Wenn du jetzt Eisen so reinwirfst, wenn du jetzt Eisen reinwirfst, macht's mit Nickel zusammen was anderes. Inver, ja. Das will ja, glaube ich, aber auch. Achso, sorry. Soll ich das Kupfer trotzdem schon mal ausfüllen jetzt, oder? Die ersten paar? Ja, mach ich. Kann man auch hier raus. Ja, eben, kann man aus der Basin rausmachen, da musst du aber eben warten, bis das alles fertig ist, weil dann müssten es exakt 24 sein, dann müsste es aufgehen. Wieso eigentlich 24? Baum. Ach stimmt, das sind 9, nicht 8, ja. Dann kriege ich das auf 27 noch hoch. Nee, ne? 24, 25, 26, nee, passt nicht. Beziehungsweise doch, passt schon. Brauchen wir halt noch Kupfer von hier. Eben. Weil eigentlich ein bisschen Kupfer wollte ich nämlich auch haben. Ja, ich meine, also 3 Stück bräuchte ich. Ja klar, ich brauche nicht so viel. Es war jetzt einfach nur, das Kupfer war da und das kommt jetzt da weg, dann haben wir es aus den Füßen. Aus den Füßen. Aus den Füßen, aus den Sinn. Ja. Ja, es waren die Hände. Nee, Augen. Ach, was. Ich glaub, ach, schau mal an, wir können uns theoretisch schon wieder den nächsten Autonomous Activator machen. Weil es haben wir schon wieder zwei? Ja, wir haben wieder zwei Diamanten, weil es einfach nur elendig langsam das Teil. Wie, das Ding hat 2 Dias rausgeholt? Ja. Aber soll ich, sau cool. Jetzt drei sogar. Die 3 Inver-Ingots kann ich schon mal rausschmeißen, oder? Du wieder Spinne, ey, was ist denn hier los? Ja, ich hol mir das Inver hier raus. Ich hab ja gerade schon wieder so ein Ding platziert. Ich bin gerade dabei, einen Pulverizer zu bauen, damit wir Dust und dann Redstone automatisieren können. Okay. Ja, das heißt, dann pack mal so ein bisschen was Eisen damit rein. Dann kriegen wir den Inver raus, im Endeffekt. Ist der Basin eigentlich jetzt schon fertig? Wenn da ein Block drin ist, ja. Ah, ja. Block of Copper. Mhm. Wie viel Kupfer brauchst du denn eigentlich insgesamt? Weiß ich nicht, wie viel Chests haben und so weiter. Ja, aber momentan haben wir 24 Kupfer besitzt. Mal schauen, ich brauche 8 25, Kupfer 26. pro Chest. Ja, ja. Dann kannst du schon mal die erste Chest bauen. Ich kann dir hier mal. Soll ich dir gleich 8 Kupfer geben? Dann kann ich 1 Kupfer hier behalten aus dem Block. Naja, wobei, na, 8. Ich mache erstmal hier das Ding fertig. Ja, dann verwende ich das Kupfer trotzdem. Ja, mach durch. Solange ein bisschen was übrig bleibt, ist alles in Ordnung. Ich brauche erstmal nur 4, glaube ich, ja. Oh, da ist ja einiges drin. Ich hau da mal eine Basin raus von Kupfer, weil ich brauche auch ein bisschen. Das ist mein Kupfer. Brauche ich eigentlich. Du brauchst das komplette Kupfer. Größte Teil davon, ja. Müssen wir noch was reinschmeißen.
So 32 oder so hatte ich gedacht, dass wir die mal für die Kisten verwenden können. Ach so, stimmt, Kisten. Ja, Kisten. Ah, da war ja was. Mhm. Das ist also, nicht schlecht. Was hören? Ist ich, wir. Wo, jetzt hier an der Sieve, an der Autosieve. Ach, da hinten. Hier. Danke. Ui, das ist ein schönes Ding. 5 Minuten lang Instant Damage 2. Weil Instant Damage über 5 Minuten gehen kann, okay. Weakness 2 über 5 Minuten, Poison 3 über 5 Minuten. Wo? Auf den Tränke, die ich gerade bekommen habe. Wo hast du Tränke für bekommen? Aus dem Questdingen. Welchem Questdingen? Auf, weiß ich doch nicht, einer von den beiden, die du gerade gemacht hattest. Achso, du hast noch nicht nachgeschaut, okay. Ich habe schon nachgeschaut, aber ich habe jetzt gerade erst die Effekte gesehen. Oh, mir fehlen auch noch 2 Stück. Okay, ich bräuchte jetzt eigentlich ein bisschen Gold. Kann man das da einfach reinmischen? Gold hast du doch eigentlich noch in den Kisten drin, oder? Echt? Hier ist noch 14 Gold drin. 15. Mhm. Ach, da! Oh, okay. Da bin ich nicht nach. Danke. Da ist nochmal ein Kupfer. Nochmal was damit. Nether Iridium Ohr und 64 Nether Redstone Ohr. What? Was? Wo? Zum Teufel? Von jedem kommen 24 Redstone raus. Das ist dir klar, ne? Was? Alter, wir sind reich, Junge, wir sind reich! Was übrigens, hast du gemacht? Ich hab ein Reward geclaimed. Das Nether Redstone Ore. Kann man das mit dem Fortune Hammer bearbeiten? Das kann man in den Pulverizer reinlegen. Dann überleg mal, was für Fortune Hammer ich noch mehr gibt. Nee, warte kurz, wir brauchen doch irgendwie Netherrack für. Ich hab Nether Redstone Ore. Ja, aber. Ah, da kommt auch noch Netherrack raus. Epech. Ja, da benutzt den, warte. Ich mach hau das Zeug hier raus, ey. Was denn überleg ich gerade? Mach das bitte. Überleg. Kriegt man mit Diamond Hammer dann weniger raus? Wahrscheinlich, ne? So. Jetzt warte, ich mach das Ding hier raus. 64. Und Iridium. Für was braucht man denn Iridium? Ui, für die Quantum Armor. Geil! Alter, geil! Junge! Jetzt geht's ab, ey! Richtig geil! Geile Scheiße! Ich hab noch ein. Landet jetzt halt alles da im Autonomous Activator. Tut's nicht, das landet in unseren Inventaren. Oder so. Gut, okay, dann haben wir das zumindest schon. Warte, ich kann auch mal ein Stack claimed. Meine Güte. Eine Sorge weniger. Auch mal hinterher. Geil! Was war das, die Quest, die du da bearbeitet hattest, Frank? Oder hast Bitte? Du die vorher noch nicht geclaimed? Hat er noch nicht geclaimed? Nee, hab ich einfach vergessen. Achso, okay. Und lauter Tränke habe ich jetzt bekommen gerade. Ich verwende mal den, ach nee, den kann ich nicht verwenden, der wird benutzt. Wo wird der Ignatius Extruder gerade für genutzt? Für gar nichts, ne? Doch, für den Cobblestone und für die Lava Crucibles. Achso, doof. Kann ich den dann kurz umschalten, weil der hat gerade so viel dran? Ja, ich halte dich kurz um. Weil ich will nämlich jetzt ein bisschen Obsidian. Achso, ja, muss halt dran denken, ne? Da ist der Kram weg gleich. Ich weiß. Ich habe ja einen Lava-Eimer, hab ich dabei. Dann ist gut.